Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Heute möchte ich gerne wieder mal ein paar Fortschlachten machen. Ich habe da gerade gesehen, dass Syrtis angegriffen wird. Aber nur noch eine Minute oder so. Man sieht es nicht. Ja, eine Minute. Mal schauen, was wir machen. Aber auf jeden Fall will ich irgendwo dabei sein, halt einfach als Kameramann, weil die nie Party machen. Die machen überhaupt nie Party, nur mit eigenen Clan-Mitgliedern. Und das ist recht blöd. Hauptsache, ich kann wieder Barbar spielen. Aber weil ich Barbar nicht leveln momentan will, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt Fortschlachten zu machen. Aber das ist ja auch das Hauptaspekt des Spiels. Auch wenn ich noch schwach bin, relativ, ja, kann man trotzdem mal machen, oder? Ja, dann müsst ihr nicht Jäger oder Beschi sehen. Auch positiv. Also, wir gehen jetzt mal hier über die Brücke. Bin Affe. Ah, bin Effe. Ich Efferias, Mann. Ich Efferias. Oi. Also, gehen wir mal nach Efferias, oder? Aber Effe schreibt mit einem F. Deshalb... Also ich hätte Affe gelesen und habe auch Affe gelesen, aber weil mein Bildschirm so gigantisch breit ist, muss ich die ganze Zeit irgendwie meinen Kopf um einen Meter nach links verschieben, damit ich es lesen kann. Ja, ja. Nein, er ist nicht so groß, aber naja, ich bin halt nah am Bildschirm. Dann, also wenn ich jetzt in den Bildschirm schaue, dann sehe ich eigentlich links keine Ding sichtfrei. Also wo nicht Bildschirm ist und rechts nicht und oben und unten nicht. Also ich bin so vor dem Bildschirm, dass ich eigentlich Full HD, also Full Augenblickwinkel Kino habe. Ah. Lol. Schaut euch mal, das ist Glas. 100 Pro, das ist Glas. Das sieht aus wie Glas, das nicht so platt ist. Bisschen gewölbt ist. Ah. Ja, momentan geht es mir wieder sehr gut. Habe leider ein bisschen wenig Zeit dadurch, dass ich einfach sehr viel Sport mache. Aber jetzt geht es nur noch 15 Tage, dann bin ich weg von hier, von diesem Kaff, von diesem Scheißdorf und ab in die Stadt. Also es ist ein kleines Städtchen in der Nähe von Basel, in Rheinach. Und das heißt... Nur 5 Minuten bis zum St. Jakobspark, dem Stadion von FC Basel. Und dann gehe ich dort Fußball spielen. Ja. Und heute hat Paulo Sousa gekündigt beim FC Basel. Also er wurde rausgeschmissen, weil er die ganze Zeit geflirtet hat mit Fiorentina und Napoli. Also haben wir ihn entlassen und morgen wird dann der neue Trainer vorgestellt. Ich hoffe, einen sehr guten. Einer wäre zum Beispiel Klopp, aber das ist unrealistisch. Aber einer wäre noch Skunar Solskjaer. Irgendwie so etwas. Den kannte ich noch, als ich Manchester United-Fan war. Oh, 23 Minuten. Oh. Hallo, Schinter Hannes. Okay, Schinter Hannes. Ist er vom Schinder-Dschungel? Hm. Kann ich hier nicht? Wieso kann ich hier nicht? Egal. So. Das sieht so hässlich aus, ganz schwarz. Der hat keine Textur. Der hat keine Textur. Komm, hier nichts mehr. Ich will ein Buch lesen. So. Aha. Okay. Das ist die Bestätigung wahrscheinlich, dass er das gekauft wurde. Was wurde gekauft? Alles. Oder müsste es grün sein? Hm. Okay. Ich gehe mal mit ihm mit. Hm.
Da vorne ist auch noch einer, okay. Ah, wird angegriffen. Ich werde verlieren. Ich will nicht schon wieder reisen. Wenn er reinkommt, dann werde ich ihn angreifen. Dann haben wir nämlich verloren. Sieht man irgendwie das dadurch? Nö, man sieht nichts. Es ist einfach kaputt. Ah, da vorne sind sie. So. Bridget Jones. Nein, nicht Bridget Jones. Ah, oh, das ist die Nette von Green Hell. Ja, wir werden keine Chance haben. Tschüss. Yay. Ich bin sowieso zu schwach. Ich bin sowieso zu schwach. So. Voll geil, dass ich die wieder sehe. Wenn ihr in die Playlists von meinem Kanal schaut, dann seht ihr Season 3 Let's Play Regnum. Das ist nämlich Season 4 jetzt. Und dort habe ich sie getroffen, dort habe ich sie kennengelernt, dort habe ich sie angeflirtet. Nein. Und ja, die ist cool, die ist geil. Aber die ist auch extrem stark. Das ist eine Hexerin, glaube ich. Wenn sie überhaupt noch eine Hexerin hat. Aber sie hat Bridget Jones Hexerin genannt. Wahrscheinlich vielleicht umbenannt oder so, aber ich glaube, es war eine Hexerin. Ich habe es jetzt nicht genau gemerkt. Ja, wir gehen jetzt zu den Käfern, leveln ein bisschen, warten, bis irgendwas wieder los ist. So. Kommt zum Herbert fort. Es schreit niemand. Alle sind so mega depri. Ich finde das mega schade. Weil, wo ich Level 30 war mit dem Papa, 36, da habe ich immer wieder ein bisschen mitgemacht und so. Und da war noch viel los. Aber heutzutage, also jetzt irgendwie 20 Tage später, ist nichts mehr los. Die reden einfach nichts mehr. Gestern Abend auch haben lieber Syrtis und Alcios einnehmen lassen als sonst irgendwas. Ist recht blöd. Aber nun gut, wenn sie keinen Bock haben. Also, komm. Ich level jetzt, bis hier irgendwas steht. So. Als, halt, als optionaler Weg, wenn halt nichts los ist, dann ist halt nichts los. Nun gut. Lol, der war ganz silbrig, deshalb habe ich ihn. Das sind falsche Käfer. Was ist jetzt los? Nix. Ich muss unbedingt in einen Clan gehen oder so. Weil wahrscheinlich einen gründen werde ich sowieso lange nicht mehr. Lil 46 Barb sucht neuen Clan. So. Dann wollen wir mal in einen Clan gehen, damit wir einfach dabei sein sind. So. Ja, die Käfer sind richtig schwach geworden. Da habe ich schon mit Level 44 Level, glaube ich, 43 sogar. Und sei ich das Beste. Die anderen sind alles so zäh. Ich mag zähe Gegner nicht. Zum Beispiel die Golems am Strand, wo ich am Anfang war. Oder die Orks. Sind richtig zäh. So. Jetzt ist natürlich wieder die hässliche Musik an. Mal ein bisschen leiser. So, ausruhen.
Tag. Ja, einen Löwenhelm habe ich gefunden. Da habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gezeigt. Sonst recht wenig. Die zwei Edelsteine. Weil ich fast nicht Barbar gespielt habe. Ich habe natürlich den Beshi ein bisschen gelevelt. Am Anfang Items gesucht, aber da bekommt man eigentlich gar keine Items mehr richtig. Ich weiß nicht, ob damals ein Event war, wo ich einfach nicht gesehen habe, wo halt die Dropshots ein bisschen höher waren, aber ich habe Edelsteine und Items nacheinander so viel gedroppt bei diesen Lehrlings Goblins und diesmal mit dem Besch gar nichts. Ja, und jetzt habe ich die Lust verloren am Beschi, am Jäger eigentlich auch. Mal schauen, ob der Barbar noch etwas für mich ist, also dass er jetzt noch gut leveln kann. Weil ich habe wirklich wenig Zeit zum Off-Ding, Off-Video-Aufnahme zu leveln. Aber ich werde in den Aufnahmen wahrscheinlich, ja, halt da noch leveln. Sei nicht so spannend, aber weil es keine Optionen momentan gibt. Weil Regnum ist zwar nicht so gut zum Aufnehmen, wenn man keine Fortschlachten machen kann. Aber dankeschön, dass das Video, also dass die Videos noch recht beliebt sind. Und das motiviert mich natürlich ungemein weiterzumachen. Auch irgendwie 150 Folgen, wie die anderen also die anderen Let's Play Seasons waren. Oder vielleicht noch mehr. Aber es ist einfach, es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr wollt, wirklich mitmacht. Nachtrubin, cool. Den will ich unbedingt aufbewahren. Ich lasse hier immer ein bisschen im Inventar, damit ich sehen kann, was ich so in letzter Zeit für Edelsteine gedroppt habe. Um einfach ein bisschen mich cool zu finden. Also dann leveln wir heute halt, wenn es nichts passiert. Es passiert überhaupt nichts. Und angegriffen wird auch kein Fort momentan. Ja, von mir aus. Soll nicht so sein, aber ist so. Tja. Das kann man gerade. Wo kann man schon machen, wenn man ein kleiner Punkt in der Minimap ist und ja, nichts eigentlich machen kann. Es fehlt halt eigentlich so eine Tafel, wo man sich anmelden kann, so für ein Ding. Dann kann man zum Beispiel schreiben, muss man nicht mal bei der Karte sein, also bei der Tafel, sondern irgendwo einfach und dann kurz schreiben, ich greife jetzt das Eferias-Kessel an, wer kommt mit? Und dann könnte man können die anderen sehen, ah, da ist jemand interessiert auf Eferias und dann könnten wir uns da treffen und dann angreifen. So etwas fehlt halt. Weil in den Chat schreibt niemand. Irgendwie schreibt momentan überhaupt niemand in den Chat, außer Off-Topic oder sonst irgendein Scheiß. Und ja. Das war ein bisschen blöd. Am liebsten wäre ich jetzt momentan in Syrtis bei Bridget Jones. Vielleicht nimmt sie mich ja wieder an, weil ich war sehr lange bei ihr. Aber habe eben dann gesagt, weil ich momentan nicht Lust habe, Regnum zu spielen, möchte ich gerne austreten und bin dann ausgetreten. So. Weil die nimmt mich an, also die nimmt eigentlich immer Leute an, wenn sie interessiert sind. Aber in Ignis gibt es keinen Clan, der Leute annimmt, einfach wenn man es in den Chat schreibt. Da müssen die wahrscheinlich schon etwas geleistet haben oder sonst irgendwas bekannt sein, dass die angenommen werden. Aber wenn ich einen Clan machen kann, wenn ich 8 Leute habe und dafür brauche ich einfach eure Hilfe, dann, also zahlen werde ich alles. Ich habe 2000, ich habe 2 Millionen, ich habe 3 Millionen. 2 Millionen muss ich ja ausgeben. Ich zahle alles. Ich brauche nur Leute, die einfach in den Clan kurz kommen und dann eventuell den Clan wieder verlässt, wenn sie denn wollen. Und dann habe ich einen Clan, auch wenn er nur aus 2 oder 3 Mitgliedern besteht.
Hauptsache, ich habe irgendwas und ich kann etwas bieten, oder? Weil eben anders geht's ja nicht. Ich komme nicht in einen Clan. Ich habe jetzt das schon irgendwie 5 Tage hintereinander probiert, aber nie haben Leute Bock und Zeit, mich anzunehmen. Frechheit. Absolute Frechheit. Mal wieder ausholen. Sieht schon geil aus, die Rüssi. Ich mag die Rüssi. Sie ist nicht so, also sie ist so Lord ähnlich, so ein bisschen Anführer der Barbaren ähnlich. Und sie ist mega überbeleuchtet. Nein, das Braun dazwischen und so, das habe ich gern. Das mag ich. Hier sieht sie ganz goldig aus, aber hier ist sie ganz silbrig. Und der Helm sieht wie immer scheiße aus. Das sieht eher aus wie eine Baskenmütze als ein Helm. Deshalb immer schön mit Haaren, mit frisch gestylten Haaren. Schöne Schälfrisur. Ah, schön. So, weiter geht's. Da drüben sind hellgrüne Zyklopen. Gestern habe ich 3 Spiele gekauft. Windward, dann Craft World und jetzt muss ich überlegen, wie es heißt. Don't Starve, genau. Don't Starve und Don't Starve Together. Dann habe ich dem Together hat ein extra Spiel. Habe ich dem Floster geschenkt und der freute sich riesig gestern. Und ja, jetzt spiele ich mit Floster Mega Cool Man und noch einem anderen zusammen, Don't Starve. Und macht richtig Spaß. Richtig geil. Windward ist auch richtig geil. Craft the World ist richtig geil. Das hat sich so extrem gelohnt. Und alle Spiele mit 60% Vergünstigung. Das ist so geil wegen dem Summer Sale. Ah, schön. Luxusprogramm. Jetzt habe ich auch wieder Bock, richtig Spiele zu spielen und ein bisschen abwechselnd zu spielen. Sonst habe ich immer nur mein Blade Warband noch ein bisschen gespielt und eben hier Ding. Champions of Regnum. Und ja. So, weil es hier eigentlich recht gut geht, werde ich hier während der Nichtaufnahmen leveln und habe dann auch wieder ein bisschen mehr Motivation. Dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Level, dann im nächsten Part wieder. Aber ich hoffe es nicht, weil ich will es schon sein. Es ist echt schwer. Ja, noch ein. Gut. So, mal den mal angreifen. Weil ich eigentlich den angreifen wollte, aber den, der gerade davor war. Ja, ja, diese aussehen. So, also nochmal haben wir 46, müssen wir 47 und dann 48, dann haben wir den Hammer. Ich weiß nicht, habe ich die irgendwo hingeschrieben? Ja, ich glaube auf dem Desktop in ein Textdokument. Weil ich weiß ja dann, den haben wir wieder zurückgegeben. Aber der wird recht lange wahrscheinlich noch gebraucht von mir. Aber sie hat ja gesagt, ich kann den zurückgeben, wenn ich dann ihn nicht mehr brauche. Und das werde ich auch noch durch. Aber ich werde nur, oder sie ist glaube ich auch hier, wenn sie online ist. Ja, Alenia ist es glaube ich. Oder Silvina. Eine von beiden ist es. Ist sie. Und ich schreibe sie 2 oder 3 Mal an, wenn sie online ist. Und wenn sie halt nicht reagiert, dann behalte ich den Namen. Also bitte. Nein, ich werde schon ein bisschen öfters noch fragen, ob sie den Namen zurückhaben will. Aber, ja. Das wäre nett von dir. Scheinbar hast du die Videos auch geschaut.
Und solche Leute, das brauche ich für mein Projekt. Es ist wirklich mega toll, dass mich Leute beschenken. Ich weiß, dass es schwer ist, haben wir da nicht so viel gemacht und so. Und ihr wollt wahrscheinlich auch nicht so meinen Kontakt. Aber ich bin ja auch noch nicht so berühmt. Also. Und aber ich finde es richtig toll, wenn die Leute genug, nicht schüchtern sind und mir irgendwas behilflich sind oder etwas fragt oder so, richtig cool. Und auch in den Kommentaren schreibt manche recht oft, das ist sehr gut, toll, macht ihr das, wirklich toll. So, aber droppen tun die Monster hier nicht. Vielleicht wieder bei den Käfern, oder? Ich werde jetzt die Zyklopen hier noch besiegen. Ich mag Zyklopen nicht so, aber die sind jetzt gerade recht schwach. Oder ich bin stark genug. So. Der hat gar nichts gedroppt. Schade, dass die Aufnahme in 9 Minuten fertig ist. Aber... ja. Mal schauen, ob ich heute noch aufnehme am Abend. Dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Glück mit dem Fortschlachten. Dann ist mal was los. So, das FRDS-Kessel wurde gar nicht mehr eingenommen, oder? Hätte ich doch drin bleiben sollen. Mir egal. Es hat so ausgesehen, als würden wir verlieren, also. Aber wahrscheinlich ist dann sind genau die Igen gekommen und haben sie zu Frischfleisch verarbeitet. Oh, die arme Bridget Jones. Oh. So, hier hätten wir die Käfer. Dann tun wir noch ein bisschen ausruhen. Hier haben wir ganz viele Käfer. Schön. Und wir schweben. Okay, die Kniespitze ist am Boden. So ein bisschen Balancen, das macht sicher mega Krämpfe. Nur auf den Kniespitzen, auf einem Knie, so an einem Hang zu sitzen. Meditiert er eigentlich oder so etwas? Und so schnell regenerieren hätte ich auch gerne im Real Life. Nein, bitte nicht. Oh Mann, du bist so ein Mistvieh. Nee. Nicht über die Klippe, sonst komme ich nicht hoch. Ach komm, hau ab. Schön machst du das. So. Mist, die Sinagro. Jo. Das Glas ist immer noch dort. Okay. Die sieht schon ein bisschen schlecht aus, wenn nur die Entfernung so klein ist und die Bäume nicht zu sehen sind. Ich drehe das Zeugs nochmals hoch. Ich habe noch so viele FPS. Ja. Und dann ist noch schönere Grafik. Ja. Und dann stürzt das Spiel wahrscheinlich auch ab. Nein, so extrem werde ich es nicht erhöhen. So. Wo sind die Käfer wieder? Da unten sind die Käfer. Aha, ohne Sound. Okay. So, nein, nicht den... oh, nicht den roten. Schnell töten oder abhauen. Endlich getroffen. So.
abhauen wieder. Also, ihr könnt noch ein bisschen etwas machen. Wir gehen jetzt hier runter und greifen hier die Käfer an. Wieso haben wir hier auch gigantische Käfer? Hei. Man sieht immer so schlecht, weil eigentlich, wenn ich den anvisiere, dann greife ich auch an. Zum Beispiel einen Bogenschütze greift dann sofort an. Das ist ein bisschen blöd. Und so irgendwie sehen können, was für Mobs sind, indem sie andere Farbe haben oder ein bisschen größer sind oder so. Aber das sind sie ja nicht. Weil sie riesige und gigantische gleiche Texturen haben. Gleiche Größe. Da vorne haben wir noch. Dann greifen wir die an. So, Alisius. Schön. So. Ja. Geht gut zu leveln, also. Weg mit den Orks. Jetzt leveln wir hier. Schön. Da ist ein Gestein. Ein Gestein zum Abschluss. Also, was haben wir im Gestein? Ein Magnetstück. Okay, gut. Dann werde ich mich hier irgendwo ausruhen, wo ein Söte mich nicht sieht. Und im nächsten Part werden wir dann Fortschlachten machen. Ja, ich schaue, dass ich heute Abend aufnehmen kann, dann ist etwas los. Und sonst morgen Abend Fortschlachten. Ja, und der Nachtrubin. 52 Gramm, ja. Gut zum Aufbewahren. Weil er so irgendwie, ja, ist ein bisschen lila noch. Ich will einen ganzen roten Rubin gerne, aber einen, der nicht so hässlich ist wie der normale Rubin, sondern ein bisschen anders. Einfach aufbauen. Einfach weil sonst das Item nutzlos ist. Ich glaube, das gibt es nicht bei den Reichsquesten. Vielleicht schon, aber dafür müssen sie ein bisschen häufiger sein. Und sonst halt alles Loot. Nichts gefunden. Überhaupt nichts. Und ich dachte, die Loots werden wieder besser. Leider nicht. Nun gut. Ja. Aber dann wird es wahrscheinlich auch wieder besser, wenn wir dann bei den Lava-Golems leveln können oder sonst irgendwo. Auch die höheren Orks. So, mit Level 50 können wir dann die höheren Orks angreifen. Die geben, glaube ich, auch guten Loot. Mal schauen. Ja. Und sonst, ja, Regnum eben halt langsam wieder ein bisschen langweilig, weil halt einfach Mainstream, also zu viel gezockt wieder schon. Aber es macht mir selbst schon noch Spaß. Muss halt einfach noch eine Aufnahme, vielleicht ein bisschen Pausen machen, bevor ich die zweite anfange. Weil es ist halt schon, ja, ich bekomme jetzt schon eigentlich nach diesen 30 Minuten schon ein bisschen Langeweile über. Aber das Projekt, wenn es so erfolgreich bleibt und wenn es sogar noch erfolgreicher wird, ich werde es niemals aufhören. Weil was soll ich euch dann für ein Game zeigen, das auch so gut ankommt? Dann mach ich ja wieder einen Rückschritt, oder? Und das ist halt nicht so gut. Und deshalb, ja, ich bleib hier und das Projekt ist richtig erfolgreich, mein erfolgreichstes Projekt. Und deshalb gibt es keinen Grund aufzuhören, auch wenn es mir stinklangweilig ist und halt nicht so viel passiert in den Folgen, weil
eben, ich nichts finde, wo ich mitkommen kann. Und sie hat das Ephrias-Kästle eingenommen. Jetzt endlich. Ja. Oh, schaut mal die einzelne Birke dort hinten. Oh. Da hat es auch noch ein Baum. Also hier ungefähr ist die Grenze von den Bäumen. Und hier von den Steinen. Die da unten sehen wir. Ja, die sehen wir noch. Da ist noch ein Stein. Und da hinten. Ja. Aber wenn man bedenkt, wenn man alles mit Config außer, also die Config neu lädt, wie die Grafik dann scheiße ist. Also, es ist halt ein Spiel von 2006 oder 2005, je nachdem, wenn sie angefangen haben. Aber, ja, die Sichtweite ist das Schlimmste an Regnum eigentlich. Und, ja, das habe ich eben ein bisschen entgegengewirkt. Mal schauen. Ja, genau. Und jetzt habe ich zu lange geredet. Ja, ich beende jetzt diesen Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.